Ja, nachdem Theros so interessant war, gucken wir uns nochmal Modern Horizons an. Modern Horizons ist für mich immer noch so ein Set, was ich nicht ganz durchblickt habe, was Wizard damit vorhatte. Das erste, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde das immer strange. Ich finde das strange. Ja, so rum war das. So rum war das. Wir haben Manowar, 3 Mana 2/2, wenn es ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur zurück auf die Hand geben. Goblin War Party, 4 Mana Sorcery, entweder kriegt man 3 Tokens oder Kreaturen kriegen +1/+1 in Eile mit Entwein. Oh Gott. Rank Officer, 4 Mana 3/1, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Karte abwerfen, dann kriegen wir. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen 2/2 Zombie, wenn wir eine Karte abwerfen. 2 Mana kann man noch eine Kreatur exilen aus dem Friedhof von jeder Gegner verliert 2 Leben. Mathias Soul, 3 Mana 3/2 Convoke. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, wenn du keine getappten Kreaturen kontrollierst, liegt da 2+1/+1 Mana drauf. Hier sind Karten drin. Winding Way, 2 Mana Sorcery. Man sucht sich eine Kreatur oder Landkarte aus. Reveal die obersten 4 Karten des Decks und nimmt alle Karten mit dem Chosen-Typ raus. Also entweder Kreatur oder Land, wenn man halt gerade eins von beiden braucht. Prohibit. 2 Mana mit Kicker, Instant. Man kontert einen Zauber, Mana-Kosten 2 oder weniger, wenn er gekickert wurde mit 4 oder weniger. Amorphous Axe. 2 Mana verzaubert, ausgerüstete Kreatur kriegt +3/+0. Ransack the Lab. 2 Mana Sorcery. Man guckt sich die obersten 3 Karten der Bibliothek an, nimmt einen davon auf die Hand, den Rest in den Friedhof. Smoke Shroud. 2 Mana Enchantment. Gott. 2 Mana Enchantment. Die enchantmente Kreatur kriegt +1/+1 und fliegend. Und immer wenn ein Ninja ins Spielfeld kommt, kann man den aus dem Friedhof zurück an die Kreatur ausgerüstet bringen. Ninjas an die Macht. Scale Up. Coole Karte. 1 Mana Sorcery. Bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur, die er kontrolliert, 6/4 Wurm mit. Also ein 6/4 Wurm. Mit Overload. Das ist cool. Ruination Rioter. 2 Mana 2/2. Wenn er stirbt, kann er mit so viel Schaden zufügen, wie er Länder in einem Friedhof hat. Feaster of the Fools. 6 Mana 3/3. Convoke. Fliegend. Devour. Okay. Und the rest. Genesis. Oh Gott. 5 Mana 4/4. Zwingen des Upkeeps könnt ihr Genesis, wenn ihr im Friedhof ist, 3 Mana bezahlen und ihr könnt eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Kein guter Pull. Das war damals schon nicht der Wahnsinn. Okay. Und wir haben Snow-Covered Foil. Land. Immerhin. Gut. Modern Horizon ist für mich weiterhin so ein kleiner. Ich weiß nicht, das enttäuscht mich jedes Mal aufs Neue. Dementsprechend probieren wir das nächste Mal was anderes. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.